Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Pfingstzeit und habt euch gut erholt. Vielleicht erinnert ihr euch, vor wenigen Wochen haben wir Freien Wähler in der Bayern-Koalition durchgesetzt, dass die Besoldungsstufe A13 für alle Lehrerinnen und Lehrer im Freistaat eingeführt wird. Der gesetzliche Fahrplan dafür steht noch diese Legislatur. Stellenhebungen für Grund- und Mittelschulen beginnen noch in diesem Schuljahr. Doch jetzt kommt es noch besser. Auch für Schulen in freier Trägerschaft, also privaten und kirchlichen Schulen, wird die stufenweise Einführung von A13 übernommen. Ein entsprechendes Finanzierungskonzept haben wir diese Woche der Öffentlichkeit vorgestellt. Denn bereits mehr als 12% aller bayerischen Schülerinnen und Schüler besuchen eine Privatschule. Damit diese wichtige Säule unseres Bildungssystems ihre vielfältigen Aufgaben nachkommen kann, verdient sie Unterstützung und Ermutigung aus der Politik. Deshalb steigt der Zuschusssatz ab 1. Januar 2024 in 3 Schritten an. Das gibt Schulen in freier Trägerschaft finanzielle Stabilität und langfristige Planungssicherheit. Zudem wird der Schulgeldersatz künftig für 12 Monate bezahlt, statt wie bisher für 11. Und wir ermöglichen es, Privatschulen Lehrer angemessen zu bezahlen. So sorgen wir für mehr Fairness im Wettbewerb um die besten Köpfe. Um das differenzierte bayerische Bildungssystem zu erhalten und weiter auszubauen, investiert der Freistaat Bayern übrigens jeden dritten Euro in Bildung. Privatschulen sind dabei eine wichtige Ergänzung und zunehmend beliebte Abrundung des öffentlichen Schulangebots. Mit der Anpassung der Schulfinanzierung setzen wir ein weiteres Ziel unseres Koalitionsvertrags um. Wir wollen die individuellen Fähigkeiten, Interessen und Begabungen einer zunehmend heterogenen Schülerschaft noch stärker fördern. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.